Professor Castiglione, was ist das Besondere an der Emilia-Studie? Die Emilia-Studie zeigt im Grunde genommen, dass ein neues Medikament für metastatische Mammakarzinome, die HER2 überexprimieren, also dieses TDM1, bessere Resultate bezüglich Progression-Free Survival, aber auch bezüglich Gesamtüberleben gibt, als der Vergleich, das klassische und standardmäßige Capecitabin-Lapatinib. Was kann man daraus jetzt für die Klinik folgern? Diese Studie zeigt, dass TDM1 bessere Resultate gibt als die bis heute geltende Standardbehandlung als Zweitlinientherapie, die eigentlich aus Capecitabin und Lapatinib besteht. Gibt es hierzu noch eine Take-Home-Message? Eine Take-Home-Message gibt es sicher, ja. Ich glaube, dieses Medikament ist ein Medikament, wo auch eine Verbesserung des Überlebens zeigt. Und ich denke, dass bei dieser Subgruppe der Patientinnen mit HER2 überexprimierende Krankheit wir heute über mehrere Behandlungen und Behandlungsmöglichkeiten verfügen, so dass eigentlich, wenn wir zu früher vergleichen, wo wir diese spezielle Krankheit als viel schlimmer als die anderen betrachteten, wahrscheinlich müssen wir heute unsere Sicht ein bisschen ändern. HER2 überexprimierende Tumoren sind die Tumoren, die wir heute fast am besten behandeln können. Es gibt Hinweise, dass möglicherweise gewisse Patienten bereits davon profitieren, wenn man neoadjuvant 2 HER2-Blocker gibt. Ja, es gibt ein paar Studien, die beide gezeigt haben, dass eigentlich die Kombination von Trastuzumab und Lapatinib besser ist als je Trastuzumab oder insbesondere Lapatinib alleine. Und ich glaube, das sind natürlich wichtige Hinweise, weil die präoperative neoadjuvante Phase ist die Phase, wo man wirklich das Ansprechen des Tumors von Hand und Auge beobachten kann. Es gibt ja sogar Beobachtungen bei Patientinnen, die schon bereits vor mehreren Jahren mit dieser Doppelkombination behandelt wurden, immer noch rezidivfrei sind. Könnte man davon ausgehen, dass tatsächlich in diesem Fall eine Heilung bestehen könnte? Wahrscheinlich ja, aber wie Sie wissen, das Mammakarzinom und die Heilung sind zwei verschiedene Sachen. Bis heute haben wir trotz allem nicht Hinweise, dass die Überlebens- oder Sterblichkeitskurve des Mammakarzinoms je parallel zur Sterblichkeit der allgemeinen Bevölkerung wird. Das, was wahrscheinlich eher dafür hinweisen würde, dass eine Heilung beim Mammakarzinom nicht eine sichere Angelegenheit sein kann oder nicht als eine sichere Angelegenheit betrachtet werden kann. Möglicherweise werden immer mehr Patientinnen rezidivfrei bleiben, aber wir wissen, dass bei dieser Krankheit auch sehr spät ein Rezidiv auftreten kann.